Die Mautstelle am Arlberg. Wer durch den Tunnel will, muss umgerechnet 20 Mark bezahlen. Normalerweise sitzt in diesem Häuschen eine freundliche Kassiererin. Heute aber ist Kurti hier. Hallo. Guten Tag. Bonjour. Buongiorno. Gnögen. Bitte wählen Sie Ihre Sprache. Please select your language. Deutsch. Selectionnez-vous votre langue, s'il vous plaît. Prego cerchi la sua lingua. Deutsch. Rotu poku nak gnati lok quotu knaxi lek rücken. Deutsch. Ich kann Sie leider nicht verstehen. Bitte wiederholen Sie laut und deutlich und kommen Sie etwas näher an den Monitor heran. Deutsch. Ich berechne nun den günstigsten Tarif für Sie. Wie viele Personen? Wie viele Personen? How many persons are in the car? I repeat. How many persons are in the car? Deutsch. Nak gnati lok quotu knaxi lek rückdrück. Bitte nennen Sie Ihre Sprache. Please select your language. Deutsch, Hakuta. Vielen Dank. Wie viele Personen befinden sich im Fahrzeug? Zwei Personen. Vielen Dank. Ist das Ihre Frau auf dem Beifahrersitz? Nein, meine Freundin. Weiß Ihre Frau das? Nein, doch keine Frau. In diesem Fall empfehle ich Ihnen den Kennenlernen im Tunneltarif. Ist dies Ihre Frau auf dem Beifahrersitz? Nein. Schade. Sonst hätte ich Ihnen den mit der Familie durch den Bergtarif empfohlen. Ihr Wagen scheint mir etwas überladen. Ich muss Ihnen den Lastkraftwagentarif berechnen. Der Preis beträgt 800 Schilling. Jetzt kriegst du dann eine auf die Nase. Bitte bezahlen Sie den Lastkraftwagentarif für 800 Schilling. Bitte werden Sie nicht ausfallend. Wir haben einen PKW. Vielen Dank. Wie viele Personen befinden sich in dem PKW? Drei Personen. Ich sehe aber nur zwei Personen in dem PKW. Der dritte steht davor. Vielen Dank. Möchten Sie auch durchreisen? Ja. Dann steigen Sie bitte in den Wagen ein. Der Tarif für drei Personen beträgt 140 Schilling. Bitte bezahlen Sie bar, mit Kredit oder EC-Karte. Oh, in Mark, wenn es geht. Sie können in jeder beliebigen Landeswährung zahlen. Gut, wir zahlen in Mark. 50 Mark, Tommy. Bitte führen Sie jetzt das Geld ein. Oh, in your Kredit. Vielen Dank. Sie haben passend gezahlt. Sie erhalten kein Wechselgeld. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Fahrt. Auf Wiedersehen. Geht hier. Bitte fahren Sie weiter. Thank you and goodbye. Bitte halten Sie nicht den Verkehr auf. Sie können bar, in jeder beliebigen Landeswährung oder mit EC oder Kreditkarte bezahlen. Wie möchten Sie zahlen? Kreditkarte ist schon drin. Vielen Dank. Die Kreditkarte ist leider nicht gültig. Bin ich aber langsam. Mille grazie e arrivederci. Bitte halten Sie nicht den Verkehr auf. Vielen Dank. Sie haben passend gezahlt. Sie erhalten kein Wechselgeld. Fahren Sie bitte weiter. Sie halten den Verkehr auf. Bitte fahren Sie vor. Bitte fahren Sie ein wenig zurück. Wie viele Personen befinden sich im Fahrzeug? Wir haben schon bezahlt. Wie viel haben Sie schon bezahlt? 140 Schilling. Wie viel ist das in D-Mark? 20 Mark. Vielen Dank. Wissen Sie eigentlich, wohin Sie diese Straße führt? Für 20 Mark? Ja, nach Innsbruck. Nein. Diese Straße führt Sie direkt in die Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen.